Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Dissidia Final Fantasy mit mir, dem Levedan 2. Wir machen dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, und das bedeutet Bosskampf für Furion. Der Imperator steht an. Im Pandemonium. You've come. I will not lose to one who calls me a tool of war. You and your pathetic dream. I should erase such flights of fancy. You're far better off as just a tool. Impossible. I have friends who share my dream. As long as my friends are here, the dream will never fade. You can never erase our hopes for the future. In that case, I shall simply make everything mine. You should have disposed of your fantasy and accepted me as master. What? There is no meaning in strength only used to hurt others. I have dreams! Dreams worth dying for! What will an insect like you do? Believe in the future and persist in the present. That's what I'll do. Und damit beginnt unser Bosskampf. Er hat einen Orkstock. A would-be rebel chasing dreams. Das passt irgendwie nicht zum Imperator, aber hey, Imperator! Oh, komm schon. Ja. Ist ja okay, Imperator. Ja, seht ihr, er hat hier eindeutig die besseren Karten in dem Level. Richtig unfair, bessere Karten. Nee, denn Mistdinger. Oh, besser. Oh. Kriegen wir schon mal Schaden zusammen. Noch ein anständiger Pfeil und er ist hinüber. Schnell warten, bis wir unsere... Ja, wir dürfen jetzt einfach keinen Mutschaden kriegen. Jetzt. Hätte er jetzt nicht tot sein müssen? Nein! Die roten Flammen bleiben stehen. Die blauen Flammen verfolgen dich endlos. Und ich glaube, die blauen Flammen sind die, die am Boden abfeuert, und die roten in der Luft. Also endlos stimmt auch nicht, einfach bis sie erlischen. Eigentlich geht es jetzt hier nur noch wieder. Aber das, was wir schon mal hatten, es geht nur darum, dass ich den Gegner treffe. Mit Pfeilen. Furion hat nichts anderes kann. Komm schon, den hättest du auch blocken können. Ja. Blocken sie gar nicht den Pfeil. Schade, können sie seine eigenen Flammen nicht erwischen. Weiß nicht, ob das als ausgewichen zählt, wenn er... Gott. Ich krieg dich schon noch, blöder Imperator. Wenn der Pfeil schneller werden würde, wenn man ihn länger auflädt, das wäre noch cool. Nee, so nicht.
Autsch. Ja, wenigstens hat er jetzt noch. Hey, cool. Kann ihn sogar richtig cool besiegen. Ah, fuck, egal. Alles falsch. Nachdem ich den ersten versaut habe, wollte ich, habe ich nur so, hey, egal, alles, einfach Knöpfe drücken. Ja, jetzt erlerne ich Blitz. Nicht, dass Blitz irgendwas gebracht hätte, aber... Es geht ums Prinzip. This isn't over. Just you wait. Once you see how your dreams are crushed, you will be begging for my reign. Perhaps the battle has just begun. In that case, let us keep dreaming. A world full of wild roses. Along with my friends, I'll make it come true. It will come true, someday. It was a humble dream. Too ambiguous to call a goal. It nevertheless was the dream that pulled him through his battles. His heart chose to believe in the future. His friends and his crystal answered his call. He will no doubt continue on his quest, believing that the current path is what will lead him to the future he so longs for. Cool. Haben wir das auch wieder. Naja, wieder nur 170. 16, 18, 90, 70. Reicht halt nicht, wissen wir schon. Strahlenbombe. Neuer Bereich und Z eine Kampffigur, ja. Alles egal. Können wir im Moment eh nichts mit anfangen. Auch wenn man das gleiche Ziel hat, müssen die Motive nicht die gleichen sein. Krieger betrügen sich gegenseitig und nutzen einander aus, um so schnell wie möglich ihre Ziele zu erreichen. Klang jetzt nicht nach den Kriegern des Lichts. Think I'm outsmarting myself? I tire your chirps, ignorant fool. You guys having fun? Let me in on it. I've lost interest. Surely you have others to spar with. Niemand möchte gegen ihn. Ja, das wissen wir ja. Sie können es überspringen. Das ist das Übliche. Und neue Story. Wir können auswählen zwischen... was haben wir gesagt? Ich glaube, es war entweder hier, Squall, oder Zidane. Ich würde vorschlagen, da wir vorhin einen Bodenkämpfer hatten, gehen wir jetzt mit Zidane und, naja, ihr werdet sehen. Was wird der Dieb der Welt stehlen, getrennt von Vagabund und Löwe? Die Melodien des Lebens. Zidane, the roving thief, is in search of his crystal. After parting ways with Squall, he continues on his exciting adventure with his partner, Bartz. But the strong bond
between the two travelers is about to be threatened by deadly music. Will he find his true treasure beyond the trials that await him? Wäre doch mal ein Plot-Twist, wenn er es nicht tun würde. Nein, das kann nicht sein. Bedauerlicherweise stimmt es aber. Du bist nichts weiter als ein Gefäß. Eine Lüge. Sprich nicht zu abfällig über mich. Du wirst schon sehen, ich werde meinen Auftritt besser als jeder andere absolvieren. Und ich werde euch beweisen, dass ich auf der Evolutionsleiter über euch stehe. Armes Kind. Naja, als Gegenspieler dieses dummen Mäffchens ist du wohl genau der Richtige. Hey, Bart. Wanna have a race? A race? Yeah. Whoever finds his crystal first wins. What do you think? So it's a treasure hunt. This is gonna be easy. Hey, don't forget, you're talking to a professional thief here. Then I'm going to be just like the thief and steal victory. The treasure is this way. The treasure is this way. Go, go, go! Is that supposed to be me? Artist in diesem Spiel ein Meme. Was sagst du denn das Spiel über Zidane? Was ist los, Zidane? Nichts, alles in Ordnung. So, ich zeig dir jetzt mal, was ein Dieb saß drauf hat. Dann bin ich aber gespannt. Was ist das nur? Mein Herz ist so in Aufruhr. Ist es das? Zidane brilliert im Luftkampf und beherrscht viele LP-Angriffe. In Arenen mit wenig Stammfläche kann er von überall auf den Gegner einstürmen. Genau. Wie ihr wahrscheinlich schon gedacht habt, dass ich ihn nach Firion gewählt habe. Zidane gehört in die Luft. So, was haben wir denn hier schon für Fähigkeiten? Wenig Kreisangriffe, aber Energiestoß und Shift Break. Zeitenflammen. Nee, die muss ich mir nochmal. Die Namen sagen mir gar nicht viel. Ich bin nicht so der große Zidane-Spieler. Ich kann nicht meine Waffe für ihn ausrüsten. Nimm das Kunai. Kein Helm. Immerhin Lederkuras. Das ist was. Kraftring. Kraftring. Zring. So, und dann machen wir mal. Ultra-Helm. So, versuchen wir jetzt erst den Angriff aus. Genau, das war eine Combo. Und Luft war... Ja, lass mich doch auch ein bisschen. Okay, das ist einfach die nächste Luft-Combo. Oh, komm schon, ich möchte den auch noch ausprobieren. Okay. Das sind mal die Kreisangriffe. Alle leider. Dann... Ach, das ist die... Ja, an den erinnere ich mich. Hier geht's so. Was haben wir noch? Shift Rake. Ach, das ist der von überall treffen kann. Und... Ah, das ist der Schnelle. Okay. Es ist die Frage, wie wir die Gegner hier am besten erledigen, weil... Naja, ihr seht es im Schaden. Ich sehe dann jetzt nicht so gut im Schaden machen. Aber immerhin habe ich gute Möglichkeiten, den Gegner zu treffen. Naja, solange der Gegner stehen bleibt, wird er auch vom Shift Break getroffen. Ja, eindeutig auch ein Charakter, der ein paar mehr Angriffe braucht. Obwohl, seine LP-Angriffe sind gut. Ein schneller für den Nahkampf, einer, der praktisch überall auf der Karte trifft.
Hey, warte auf mich, ja, ja. Ist eigentlich egal. Spreche ich das Zeug überhaupt aus? Gib mir die Schatzkiste. Hey, ein Messer. Immerhin. 3 mehr Angriffskraft. Oh! Ob ich jetzt wohl 100 Schaden pro Angriff mache? Wichtiger Pirat. Ist das ein Spiegel? Ja. Mirror Match. Na, immerhin kann ich sie jetzt demoralisieren. Nur erstmal mit der gezeigten Flamme. Okay, das war Idiotie auf seiner Seite. Gezeitenflamme ist, glaube ich, auch einer dieser Angriffe mit extrem hoher Priorität. So viele Gegner. Gegner in 10 Sekunden demoralisieren. Mal schauen, ob ich das jetzt hinkriege. Gilt es auch, wenn ich demoralisiert werde in der Zeit? Der Zwiebelritter war einfach zu schnell. Krieg dich! Ja, ich möchte hier nicht gegen den... Boom! Nope. Ja, ist der gut. Ich weiß nicht mehr. Gib mir das einfach, damit der es nicht haben kann. Und... Kann der nur Eis? Level up. Okay. Und die Arena hier will ich schon noch fertig machen. Archer Held. Heldra, Krieger des Lichts. Nein, Cloud. Nein, Krieger des Lichts. Ja, das andere war Soldat. Solange das nur 3 Schaden macht, kann man ihn und den Angriff nicht wirklich brauchen. Hm? Shiftbreak! Solange du am Boden bist, ist Shiftbreak. Naja, einiges mühsamer. In der Luft reicht meistens Fallen. Am Boden? Ja. Ausweichen. Und wenn man in die Blitze hineingerät, dann hat man sowieso schon so gut wie verloren. Kritischer Treffer. Wir versuchen es einfach mal mit einem Ex-Ausbruch. Perfekt. Das war ein kritischer Treffer, oder? Irgendwo mal. Er hat noch Leben. Nicht schlecht, Junge.
Hey, ich habe Sturm erlangt. Ist das der... Mal schauen. Hier könnte das ein LP-Angriff sein. Ne, Mut sogar. Wahrscheinlich in der Luft. Sportschwert werfen. Sturzangriff. Ja, für jemanden, der die ganze Zeit in der Luft sein will, warum nicht? Gut, weiter mit der Story machen wir aber beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.